und damit einen wunderschönen guten Morgen und ich herzlich willkommen zurück zu The Quarry Filmmodus. Hast du Schmerzen? Alle überleben. Nee, sorry, nur ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse Granola. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert! Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor, ja. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ich denke, nix Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wolltest du eine Telefonie, du Pfeife? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Peter, war falsch. Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 91.1. Du meinst 911? Wer sagt 91.1? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Cops? Ja, mach keinen Scheiß, diese Jäger wollen uns kidnappen. Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen? Und ich... Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es waren Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Einer wurde gekidnappt von diesen Jägern mit Blut im Gesicht und es sind Schüsse gefallen. Doch nicht von uns, aber vielleicht doch von uns. Und sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Separater Fall, lange Story. Ja, das ist gut. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tot. Hast du jetzt aufgelegt? Wie jetzt aufgelegt? Ich weiß nicht, vielleicht bist du abgerutscht und hast dann aufgelegt. Du weißt, wie man anruft? Ja, na klar. Außer mit Handys? Du weißt, wie man anruft? Du hast es geschrottet. Ich hab's nicht. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte... Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemand kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind.
Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Ja, ja. Okay. Liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Sternklare Nacht, es regnet nicht, es stirbt nicht. Hallo! Und wieso sind Bären an einem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Na, vielleicht, wenn wir ihr einfach deine Waffe geben. Ich kann viel besser schießen als du. Das weißt du nicht. Okay, ich bin vielleicht ein Schützengott. Könnte sein. Jetzt gib mir das Ding. Ah, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Ich störe wohl gerade. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Lauda auf. Das quietscht, herrlich. Also alles mit der ist jetzt absolut neu, weil ich bei mir ist ja gleich draufgegangen. Kapitel 5. Grundrausch. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche.
Das ist für dich. Das war... Fuck. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Geht schon. Das hört wieder. Dank dir. Nein, nein, ich habe kaum geholfen. Dank lieber... Caitlin und Ryan. Du bist bei mir. Das hilft. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, da war noch eins in Mr. H's Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was, wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Habt ihr das auch gehört? Shh. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Wir warten, pass. Bitte auf. Bleib wachsam. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wenn ich jetzt mal so ehrlich bin, was da jetzt großartig passiert. Ich glaube, da ist jetzt der eine Jäger ist da jetzt, glaube ich, gekommen, kann das sein? Hier ist niemand. Finde sie und blute sie. Und meld dich danach, Bobby. Ja, nee, ist klar, der sieht ihn nicht, ey. Tja, alles klar, ich stehe 5 Meter von der entfernt, ey. Also das ist
Vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick. Was hast du gesagt? Hey, sorg dich nicht um Caitlin. Sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine, natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Ja, glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick! Engelparadies! Was ist da draußen los, Caitlin? Versteck dich! Los, beeil dich! Schon okay, ich schaff das. Oh mein Gott! Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Ey, für das, dass der so verletzt war, ist der aber fit auf dem Bett. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio an Radio-Player bringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie. Sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Wow. Das Teil kann einem leicht die Hände zerfetzen. Was macht das in einem Sommercamp für Kids? Weiß nicht, echt nicht, Mann, das... Im Sommer war das noch nicht hier. Ich meine, falls doch, dann... hätten wir es doch bemerkt, oder? Tja... Das Ding könnte was Großes fangen, jetzt nicht mehr. Was zum heiligen Voodoo-Doo-Doo ist das? Deshalb ist Schwester Kelly schon nach Hause. Oh Mann. Die Kids haben das hier vergessen. Das ist dreimal so alt wie sie. Was zum Teufel mache ich denn?
Okay. Okay. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten. Da gibt's eine Kettensäge! Also, tut mir leid, wenn's dir hier nicht gefällt. Die würde ich knallhart mitnehmen. Ich hab Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Ja, die Kettensäge! Nein. Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Hört sich sehr und überzeugend an. Es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und wir brauchen dringend Hilfe, also bitte, hier sind fiese Bären und wir wissen nicht weiter, ihr müsst uns helfen, SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi, was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Das war dermaßen überzeugend rübergebracht. Das war ja echt Wahnsinn. Anua. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Und der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Wir wissen doch gar nicht, ob sie uns meinen. Ich glaube schon. Wie viel Radioschuppe gibt's bei euch da in der Gegend?
Du blöder Hund. Das kann nicht sein, oder? Oh, Scheiße. Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße. Fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Ryan? Ist das ein Bär? Seit wann kletten Bären auf Dächer? Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, Scheiße. Sie sind auf dem Weg, wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Oh, fuck, nein! Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Was jetzt? Okay, können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen. Ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, wir könnten eine hochfrequente Rückkopplung durch die Lautsprecher jagen und aufdrehen. Und ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Tu es. Komm, Dylan, du schaffst das. Hallo. Auf's gleich. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Irgendetwas fehlt, aber... Aber was? Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung. Oder? Ja. Fuck.
Das ist ja voll heftig, ey. What the hell? Hol das Kabel, hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest draufdrücken. Ah. Was muss ich tun? Die Taste, die Taste. Ah, Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Was geht, ey? Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig, richtig. Oh. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Oh, ganz schlechte Idee. Du fällst da früher ein. Was ein Idiot. Ist es sicher? Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Wer ist da? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Scheiße, Dylan, was ist das? Jetzt gibt's nächste Kapitel. Ich glaube, da könnten wir wieder mal einen machen. Es war noch ein bisschen früher, aber. Nächste Kapitel, das heißt, wir machen hier jetzt wieder mal einen Cut. Nein, es sind jetzt knapp 35 Minuten. Ja, das passt schon. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr alle einen Daumen nach oben macht. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder in Kapitel 6. Psala, Filmmodus, alle überleben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle danke fürs Einschalten und ciao wieder, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.